Ja, hallo Leute. Ja, ich wollte mich noch mal melden, ne? Und so sagen, was ich so mache. Ich beschäftige mich momentan sehr viel mit Brettspielen. Ja, zum Beispiel hier, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, jetzt denken einige, spielt er jetzt hier gegen sich selber? Ne? Nein, ich nutze diese Brettspiele nicht zum Spielen, so wie man sie kennt. Ne? Nutze ich nicht, nein. Sondern zum Meditieren. Zum Meditieren, ja. Ja, jetzt denkt man, ja, Moment, ne? Brettspiele und Meditieren, ja. Wenn man sensibel ist, man kann ja erstmal die Farben auf sich wirken lassen, ne? Die Spielfelder zählen oder sich eigene Regeln ausdenken, aber ne, dass es nicht ein Wettbewerb ist wie die meisten Spiele, dass es einen Gewinner geben muss. Ne? Ja. Also, ich finde es schon interessant, sich so Brettspiele, sag ich mal so, auch anzugucken, einfach mal so als, zum Beispiel hier haben wir auch das Leiterspiel, ne? Das Leiterspiel. Hier haben wir das Gänsespiel, auch sehr, sehr, sehr alt hier. Gänse mit den Gänsen, ne? Gänsespiel. Ja. Man kann da meditieren, ne? Ja, man kann es, man kann es, man kann es. Man kann mit diesen Spielen meditieren, ohne da rumzuwürfeln und eine Spielfigur hin. Und man könnte zum Beispiel jedes Spielfeld als ein abgeschlossenes Kapitel sehen im eigenen Leben, ne? Und dann wird das so eine Art Lebensbaum. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man dann am Ziel angekommen ist, dann ist es dann, dann hat man die totale Erleuchtung zum Beispiel. Ne? So ist es ja oft. Es gibt ja immer ein Ziel. Ne? Das, auch wie jedes Brettspiel hat irgendwann das letzte Feld. Ne? Und so könnte man das dann machen. Ne? Besonders cool finde ich dafür dieses, ja, doch, dieses Leiterspiel, weil das ja auch auf jeden Fall so immer aufsteigend ist. Ne? Es geht immer nach oben irgendwie. Und dann, dass dann auch Nummern sind. Dann kann man mit den Zahlen auch irgendwas assoziieren, vielleicht irgendwas, was man mit der Zahl verbindet, ne? So, ne? Vom Leben her vielleicht. Entweder als Lebenszahl oder wenn man die Zahl noch nicht vollendet hat, als ja, vielleicht Zahl, wo man doch irgendwo was bei denkt oder was dazu dichten könnte. Ne? Ja, und das ist natürlich ich meine, das könnte ja auch, ne? So ein Brettspiel, guck mal, das hat zum Beispiel jetzt 100 Felder, ne? Das könnte ja auch ein menschliches Leben abbilden eigentlich, ne? So vom ersten Lebensjahr bis zum 100. zum Beispiel, ne? Es könnte einen Lebensweg darstellen, den man gegangen ist. Von der Schulzeit dann zum Berufsleben, dann irgendwann, dann kommt man ins höhere Alter oder so. Wisst ihr, was ich meine? Man kann ja da in diese Brettspiele, kann man sich ja beliebig viele Dinge reindenken. Und das meine ich halt, ja? Danke für die Aufmerksamkeit. Also, meditieren mit Brettspielen. Es ist möglich.